Wir beschäftigen uns heute nochmal mit Sortieren. Das ist dann auch, glaube ich, so ziemlich das letzte Mal. Und ich fange an mit einem ganz einfachen Algorithmus, den auch nur ganz kurz, weil ich den nutze sozusagen, um gleich ein anderes Verfahren zu motivieren. Selection Sort hat vielleicht der ein oder die andere schon mal gehört. Es gibt so zwei, aber es gibt mehrere so ganz einfache Sortierverfahren. Insertion Sort haben wir gemacht. Muss ich gerade überlegen, ich hätte beim ersten und zweiten Mal gefragt, da wurde, glaube ich, noch Bubble Sort oder Shaker Sort oder sowas genannt. Und sozusagen weiteres einfaches Verfahren ist das Selection Sort. Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Stellen Sie sich das Folgende vor, das ist Ihr RER. Und das soll wieder aufsteigend sortiert werden. Und sagen wir mal, wir suchen jetzt aus dem noch nicht sortierten Teil, der ja sozusagen das ganze Array umfasst, suchen uns das Kleinste aus und bringen das nach vorne. Ich mache das sofort am Beispiel. Und zwar habe ich mir überlegt hier folgende Folge: 5, 7, nein, ist ein bisschen klein. Machen wir hier: 5, 7, 3, 1, 2, 4, 8, 6. So, ich suche aus dem noch nicht sortierten Teil, der umfasst das ganze Array, das Kleinste aus und bringe es an die erste Position und vertausche es dann sozusagen mit dem Element, was an der Position steht. Das heißt, in dem Fall würden wir sozusagen das als das kleinste Element identifizieren und das jetzt mit dem Element hier einmal austauschen. Ja? Dann würden wir erhalten 1, 7, 3, 5, 2, 4, 8, 6. Ja, jetzt ist der Teil sozusagen sortiert. Den markieren wir mal. Ach, wir haben hier so viele Farben hier. Der ist grün. Der ist sortiert. Jetzt machen wir das Gleiche wieder mit dem noch verbliebenen Teil, also mit dem Teil hier. Ja, machen wir genau das Gleiche. Suchen das kleinste Element aus. Das wäre die 2. Und würden jetzt die 2 mit der 7 hier wieder vertauschen. Es entsteht dann 1, 2, 3, 5, 7, 4, 8, 6. Und der Teil ist sortiert. Und hier sind wir irgendwie mittendrin im Algorithmus und sozusagen der erste Teil, jetzt male ich mal wieder hier in diesem Feld. Wir haben also eine Situation, dass der Teil sortiert ist und der Teil noch unsortiert ist. Ja, und die Idee ist also, wähle das kleinste Element aus U und bringe es an den Anfang, schreibe ich mal. Ja, das ist sozusagen der gesamte Algorithmus. Ja, und wenn wir das jetzt hier weitermachen dieser Folge hier, dann stellen wir fest, die 3 ist schon an der richtigen Position. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt. 1, 2, 3, 5, 7, 4, 8, 6. Ja, dann wären sozusagen die ersten 3 sortiert. Dann in dem noch verbleibenden Teil wäre die 4 das kleinste Element. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 8, 6. Dann hätten wir den Teil sortiert. Dann hätten wir die 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 6. Dann hätten wir den Teil sortiert. Ja, also hier vorne entsteht sozusagen dieses, was ich hier als S gekennzeichnet hatte, das wächst quasi und der Teil U, der noch nicht sortiert ist, der wird immer kleiner. Dann hätten wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7. Dann haben wir sozusagen den Teil sortiert. Und dann sind wir auch fast fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und dann können wir sozusagen aufhören. Ja, ganz einfaches Verfahren. Wir wählen uns sozusagen aus dem noch nicht sortierten Teil
wählen wir uns das kleinste Element aus. Ich kann das natürlich auch umdrehen, dass ich sage, okay, ich wähle jetzt nicht das kleinste Element aus, sondern das größte Element aus. Was entsteht dann hier sozusagen als finales Ergebnis, wenn ich immer das größte Element auswähle? Eine absteigend sortierte Folge, genau. So, ganz einfaches Verfahren. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier hin. Genau, das ist sozusagen der ganze Programmcode dafür. Im Wesentlichen zwei Schleifen. Ich habe einmal hier eine Schleife, ne, also hier sozusagen Repeat-Schleife. Die läuft sozusagen einmal von links bis rechts durch. Das war sozusagen dieses diese grüne Farbe, die ich hier sozusagen verwendet habe, das ist sozusagen der immer weiter von links nach rechts fortschreitet. Das ist sozusagen die äußere Schleife. Und dann haben wir hier noch eine innere Schleife, und zwar an dieser Stelle, for i gleich links plus 1 to n. Ja, da suchen wir sozusagen das kleinste Element in dem noch nicht sortierten Teil. Und wenn wir das gefunden haben, ja, also dann müssen wir einmal ganz durchlaufen. Das haben wir natürlich eben sozusagen durch Hingucken, durch scharfes Hingucken sofort gesehen, weil das eine hinreichend kleine Anzahl von Elementen war. Aber natürlich muss man da einmal ganz durchgehen. Und wenn ich das dann gefunden habe, dann tausche ich sozusagen das ganz links stehende Element, was noch nicht sortiert ist, tausche ich dann mit dem gefundenen kleinsten Element aus. Ja, und dann setze ich sozusagen links hier auf links plus 1. Das war sozusagen diese grüne Markierung, die ich da eben hatte. Also im Wesentlichen zwei geschachtelte Schleifen. Und ganz grob kommt da auch raus als Aufwand. O von n Quadrat.